Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Resident Evil 4, das Remake in unserem Fall für die PS4. Mara ist auch wieder am Start und wir sind bei Folge 6 angelangt. Folge 5 war reine Schatzsuche. Im Endeffekt, großartig. Storytechnisch haben wir sowieso nichts gemacht. Naja, ein bisschen. Wir haben die Schädel geholt, da diese komischen. Ja, okay, Geräte also gemacht. Da haben wir den einen Schädel geholt, genau. Und oben haben wir den zweiten Schädel geholt, das wir jetzt da brauchen, um weiterzukommen. Und halt eben ansonsten haben wir die Schätze auf See, da drüben das mit dem goldenen Ei, den goldenen Lachs oder was immer das war, haben wir da gefunden. Da haben wir auch ein bisschen was, also wir haben überall ein bisschen was geholt. Und im Anschluss daran halt eben, also off-camera, habe ich dann noch, erstens da unten habe ich dann noch versucht, einen Typen mit den Harpunen abzufetzen, das war mir auch möglich. Nur lustigerweise kriegst du dann nichts, wenn du von See aus abfetzt. Und ich bin dann reingegangen und dann war noch ein zweiter drinnen, den habe ich dann mit dem Scharfschützengewehr zusammengefetzt. Ein paar Pesetten habe ich bekommen, aber es hat sich ehrlich gesagt nicht ausgezahlt. Dann habe ich den See komplett leer gefischt. Interessanterweise, so viele Fische waren es jetzt im Endeffekt gar nicht. Das waren so 8, 9 Fische, wenn es hochkommt. Ich hätte es mir am liebsten auch behalten und ins Inventar geben, ist aber nicht gegangen, deswegen habe ich alle verkauft, bis auf 2, die ich mir einfach so halt eben übrig gelassen habe fürs Heilen halt eben. Fisch. Was ich dann auch noch gemacht habe, war, ich war nochmal am Schießstand und beim Schießstand war es mir möglich, dass ich noch 3 Tokens freigeschalten habe, einen goldenen und 2 silberne. Mehr schaffe ich nicht. Es ist einfach dann zu hektisch. Irgendwann, du machst immer einen kleinen Fehler und das halt eben verhindert, dass das besser abschließt. Ich habe dann diese Tokens auch eingesetzt halt eben, habe vorher gespeichert, habe 5-mal geladen, weil ich einfach wissen wollte, von wegen was da kommt halt eben. Und das Einzige, was ich bekommen habe, war einmal habe ich den nochmal bekommen, den Kultistenanführer, das Kraut um 10% mehr Gesundheit wiederherstellt und den Rest der Zeit habe ich immer den bekommen, aber der ist cool, weil 20% häufiger Herstellungsbonus auf Gewehrmunition und das haben wir auch schon 15% bei dem. Mhm. Also im Endeffekt 35% haben wir jetzt da beim Herstellen von Gewehrmunition. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, das ist mir vorher nie aufgefallen, das habe ich dir ja eh erzählt, ist, dass unser Silberkoffer von Haus aus die Fundrate für Pistolenmunition steigt. Er hat ja jetzt im Repertoire, dass man mehr von den schwarzen Koffer hat er. Dass man mehr von den Rohstoffen halt eben finden. Mhm. So, das war das. Was ich dann auch noch gemacht habe, man sieht es eh mit dem ganzen Geld, halt eben habe ich mal einen Raketenwerfer geleistet. Ist wahrscheinlich unnötig, muss ich ehrlich zugeben, weil erstens mal, du hast nur einen Schuss und der kostet 80.000 Peseten. Die hätte man wahrscheinlich im Anschluss wahrscheinlich besser brauchen können. Ist halt eben wirklich eine Waffe, die höchstwahrscheinlich nur für einen Endgegner gut ist. Mhm. Weil du ja nur eine Rakete hast und ich kann mir kaum vorstellen, dass du irgendwelche anderen findest. Die Red 9 habe ich halt eben reingegeben, weil ich finde, das bringt jetzt nicht, die abzugraden, obwohl die stärker ist als die, aber ja. Und die ganzen Schätze und alles habe ich auch verkauft. Also wie gesagt, gut, das ist jetzt halt eben für die Story halt eben, braucht man das, den Schlüssel werden wir auch noch brauchen. Ein Token ist jetzt noch übrig, vielleicht kriegen wir in der Zukunft noch welche. Und das sind die restlichen Edelsteine, die ich jetzt noch übrig habe, werden wir auch schauen. Ansonsten, wie gesagt, bei Ehren wollt ihr jetzt nicht großartig noch mehr kaufen, weil es bringt es nicht. Passt schon. Und das war es im Endeffekt. Das heißt, wir können heute jetzt wirklich mit der Story weitermachen. Ja, ich meine, weiß jetzt noch nicht, ob ich, also kann ich sowieso nicht hergeben, weil die Blendgranaten haben ihre Berechtigung, aber gut, wir haben genug Platz, ist wurscht. Story, das heißt, wir müssen runter und müssen mit dem Boot fahren. Weil eigentlich haben wir es ja eilig seit Anfang an und müssen ja Ashley, die Tochter des Präsidenten, retten. Aber genauso wie im Fall von Fallout oder sonst irgendwas dürfte es nebensächlich sein, weil auch wenn es 3 Jahre später kommst, ist die Alte immer noch dort. Wenn es echte Zeitrechnung war, die war halt schon längst das Oberhaupt von der Sekte, die Mama Mambuso oder irgendwie sowas. 50 Jahre, 30 Kinder, was die, also. Ah, warte mal, wo fahre ich eigentlich hin? Ihr könnt aber in die Richtung. Nein, wir können ja runter, wir können ja da hin. Genau.
Und wie bin ich hierher gekommen? Ja, und ich hätte zwar noch das Geld für die für diese Ding, die Maschinenpistole. Das haben wir schon aufgemacht. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht sparen wir uns das Geld, weil ich weiß leider von irgendeinem Video, was ich am Anfang, bevor wir das Spiel gehabt haben, habe ich ein Video gesehen, wo einer ein, ich glaube, so ein großes Maschinengewehr hat, so ein richtiges, also jetzt KM16 oder was, aber irgendwas Besseres. Ich glaube einmal, es wird wurscht sein, welchen wir da hinhauen, oder? Der Abtrünnigen. Machen wir es der Reihe nach, hätte ich gemeint. Schaut gut aus. So, jetzt kommen sicher wieder alle. Ich muss erst mal wieder... Es ist schon wieder Ewigkeiten her, dass wir gespielt haben. Deswegen, sorry dafür. Ich muss mir erst wieder ein bisschen einspielen. Also Ewigkeiten geht's nicht, aber... ist mindestens eine Woche her. Mindestens eine Woche. Mindestens, wir haben doch am Dienstag, war das, oder? Das war das letzte Mal. Ein paar Tage ist es ja. Ich glaube, das ist schon länger her. Ach Gott, ich muss ja das Ding wieder aktivieren. Oh, Otto kommt. Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One, Ende. Ich geh gerade, glaube ich, in die falsche Richtung, oder? Nee, das passt schon. Normalerweise kommen jetzt da Viecher, weil du hast was, was die, dann müssen sie jetzt alle wieder dann. Gut, zur Kirche hast du eigentlich eh wieder zurückfahren. Genau. Und dann einfach. Nur hinten halt eben rausgehen beim Steinbruch. Das heißt, jetzt werden wir höchstwahrscheinlich dann einen Typen kennenlernen, der sein Hämmerchen vergessen hat dort, ne? Was lustig ist, ich hätte mir eigentlich gedacht, wir hätten noch einen kleinen Schlüssel. Weil, jetzt nicht. Weil hinten hätte man den ja gebraucht, ne? Ich dachte, wir hätten schon da in der Gegend alle kleinen Schlüssel verbraucht, also dass wir da schon alles. Nein, cool, ich hätte mir gedacht, wir hätten noch einen übrig, den wir dann halt eben beim Zurückgehen benutzen können, ne? Ich hätte vielleicht speichern sollen. Ich meine, gut, da wird jetzt gerade gespeichert. Weil jetzt haben wir sicherlich einen Kampf. Ein Kampf, ja, ich befürchte. Ah, kommt da nicht dieser der Höhlentroll? Shit. They have a cave troll. They have one. Ach du Scheiße! Die haben. Verdammt, bist du ein großer Junge. Ich glaube zwar, wir müssen ihm im Rücken schießen. Nehmen wir mal stark an, aber. Ich würde nur gerne mal seinen Rücken sehen. Auch wenn er da rücken kann, den Zügen. Der hat nichts am Rücken. Da ist er hergekommen, da gibt's nichts. In den Häusern kann ich mich höchstwahrscheinlich auch nicht verstecken. Oh, da gibt's aber was zum Einsammeln. Ja, nur der wird die Häuser hinmachen, das weiß ich jetzt schon. Ja. Ja. Ich krieg sehr viel Pistolenmunition, das ist schön. Aber Granaten oder irgendwas wäre nicht reicher. Ja, okay, das habe ich mal irgendwie gedacht, dass das nicht ganz so gescheit ist, genau vor ihm stehen bleiben. Oh. Probieren wir mal fortsetzen. Theoretisch müssten wir am Anfang von dem Ding. Mit dem Messer freikämpfen, na klar, im Nahkampf gehen. Allerdings stinkt dabei die Haltbarkeit. Ich weiß, es steht sinkt.
Ist ein cooles Bild, finde ich. Wie gesagt, das ist eigentlich eher eine coole Socke, aber jo. Er hat genug uns schon Sachen gebracht jetzt da, also schon gut gemacht. Ich frage mich, also gut, ich kann in die Häuser reingehen, ich kann dort alles rausholen und danach muss ich aber wegrennen, ist eh klar. Der Typ ist ja nicht mehr da, weil sonst den würde ich gleich abfetzen, wenn der da wäre, aber Blendgranate natürlich, ich habe kurz Zeit dadurch, aber vielleicht einfach nur mit der Pistole draufwetzen. Ja, was anderes. Oder es gibt irgendwo drüber irgendwas, wo man hinschießen kann. Verdammt, bist du ein großer Junge. Ah. Mach was. Ein Haus für dich. Ich glaube, der springt. Ah, bist du deppert? Fuck. Das wäre jetzt gerade mit dem Kissen am Rücken aufzugehen. Ich weiß schon, ich muss mit der Ding. Gecko, Alter, wie willst du den schaffen, Herst? Ich meine, ja, Blendgranate, ich weiß schon, super, ich habe eine davon. Okay, jetzt habe ich zwei. Und es war jetzt irgendwas mit Nahkampf gewesen. Ein Fischi. Wow, macht sehr vieles Fischi. Ich habe eine normale Granate, wo habe ich die hier? Puh, was willst du gegen den machen? Wenn er auf dich zugerannt kommt und versucht dich umzustoßen, bleibt er kurz stehen, dann kannst du auf den Rücken schießen. Wenn er mich umgerannt hat. Nachdem du ihm ausgewichen bist, du kriegst dann ein Kugelzeichen, ein Kreiszeichen, dass du ausweichen kannst. Also das ist so schnell, das ist mir noch nie aufgefallen. Dreh dich um. Macht der? Hey. Alter! Hey, das ist doch der Hund! Yes. Alter, nimmst bitte das Depperte quer! Warum brauchst du das Gewehr dafür? Ehrlich gesagt? Weil es stark ist. Weil es stark ist und. Das ist jetzt kein Zeichen. Nein, wenn er den Anlauf macht. Ja. Shit. Ah. Mausi! Und pass auf! Ich bin hier nicht mehr. Au! Okay, gut, das. Von dir. Du willst helfen? Kommt mir ganz gelegen! So gefällt mir das! Guter Junge! Lauf! Was? Lauf! Wohin?
Achso, wir können das eine da unten, glaube ich, herstellen. Naja. Jetzt? Ja, jetzt habe ich es gemerkt, ja. Passt. Warte. Jetzt. Ja, ja. Du, ich kann nicht, wenn er genau neben mir steht. Sorry, aber... Sehr gut. Golion. Achso, das musst du selber machen, meine Güte. Cooles Gimmick. Ja, das... Moment, da war ja keine Möglichkeit. Nein, nicht. Shit, das war knapp. Das war... sauschwer. Ja, ich meine, auch gut da gemacht. Wieder, wenn man weiß, wie es funktioniert... Ja, woher soll man es wissen? Man kann es ja nur heraus... herumprobieren, aber gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Eben jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, okay, auf was muss man schießen oder sowas. Aber normalerweise, weißt du, wenn der weit weg ist, dann probierst du es mit Scharfschützengewehr. Es ist weit weg und halt eben, es hat eine mega Durchschlagskraft. Ja, es dauert nur ewig, bis du ihn hingezählt hast. Das ist das. Aber ja, und er bewegt sich dauernd. Das ist mein Problem ja gewesen, hauptsächlich. Ja. Schön, dass der Hund mitgemacht hat. Kommt der jetzt überall mit? Na, das ist nur in speziellen Situationen, wenn überhaupt. Aber ich habe wieder fast keine Munition. Mhm. Na, da ist nichts mehr. So, das heißt... Dort drinnen waren wir noch nicht, oder? Da, wo du jetzt gerade davor stehst. Okay. Kommen wir jetzt doch an. Oh, da hat er gelebt. Der Tagebuch geschrieben. Zuchttagebuch, ja. 6 Monate, seine Zähne kommen gerade erst durch und doch schiebt er sich alles in seiner Nähe in den Mund. Es kann noch nicht laufen, hat aber einen Hund im Ganzen verschlungen. 9 Monate, es überragt mich bereits, doch es wächst weiter. Das Gemeindehaus wird ihm zu klein. 10 Monate, selbst nachdem ich es in den Steinbruch gebracht habe, wächst es noch. Mittlerweile verschlingt es eine Kuh in nur 3 Tagen. 13 Monate. Es kann mit unserer größten Axt herumwedeln wie mit einem Zweig. Und heute hat es beinahe einen der Männer aus dem Dorf verschlungen. Es bekommt nicht genügend Futter. 17 Monate. Es sind nur noch wenig Kühe übrig. Wenn das so weitergeht, verhungert das ganze Dorf. Wir haben bei der Burg um Hilfe gebeten und sie haben die Kreatur mit einem Zauberspruch in Schlaf versetzt. Hoffentlich wacht sie so schnell nicht wieder auf. Na jo. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also, ich glaube, das war zuerst zu. Ich glaube auch. Weil wenn es da reingeht, könnte er ja nicht mehr durchkommen, außer er springt rein, okay, aber... Gut, von hier sind wir gekommen, oder? Ich glaube. Müssen wir da lang. Hässliches Ding ist das. Wo ist er? Wo bist du? Wo? Es hat sich angehört, als wenn er hinter mir gewesen war. Beim Steinbruch noch. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Da waren wir drinnen. Er ist nicht verletzt worden oder was, weil dann wirst du ihn auch winseln hören. Da oben ist er. Danke, Koppel. Thank you.
das da? Nein. What the fuck? Geh mal einfach mal da rein. Schau nur gar, ob ich da. Na, das war das oben. Ein Safe House? Schaut so aus. Ja! Haben wir da nicht die schon mal? Ja. Da haben wir die Karte hergekriegt. Und jetzt da ist ein Bild. Da wäre ein Ding. Ah, okay. Ist ja ein Spiel, Mann. Aber viele Laden gibt es jetzt da nicht mehr. Wir haben die kleinen Schlüssel haben wir eh einige bekommen gehabt schon. Ja, ja, aber da braucht man den Schlüssel. Mhm. Da wollte ich das mal anschauen, eben, dass ich da raufgehe und dass wir vielleicht von oben das runterschießen können und halt eben das. Mhm. Da ja. Kommen wir nicht rein, da brauchen wir einen zweiten. Da war auch noch was. Wegschrein, genau, da brauchen wir die. Ja. Da stellt sich eh auch die Frage. Da haben wir auch noch so verschlossene. Hä? Da ist ein. Wo war denn das? Verlassene Fabrik. Von der Fabrik sind wir darüber. Ah, das Haus, wo wir die Zwischensequenz gehabt haben. Ah, da sind wir aber nicht drauf gekommen, da haben wir ja auch einen zweiten braucht. Das ist das mit dem Bett gewesen. Das heißt, da brauchen wir jetzt gar nicht hingehen, weil da kommen wir eh nicht weiter. Da brauchen wir nicht hingehen, Mann. Ich geh mal links. Das war vorher noch nicht da, glaube ich, diese weißen Flecken. Wer war das? So, irgendwie. Nochmal, da vorne ist irgendwie, ist das, also das ist nur eine Pflanze oder irgendwas, okay. Na, das ist da drüben. Kann nicht weiter rüber schauen. Müsste irgendwo da sein. Vielleicht da oben. Was hockt da oben? Da ist ein Hahn. Na, das ist so Wind. So Windhahn oder wie die heißen, ich weiß es nicht. Und wenn es genau unten. Na, von der Ding her, von der. Na, wer ist gleich? Von der Karte her, müsste es genau auf. Müsste genau auf unserer Ebene sein. Weil wenn man eine Ebene rund. Also, okay, dann ist so. Das ist die Schublade, wo du gerade bist. Das andere dahinter vor ist es. Ja, das wird erst auf unserer Ebene. Wie wir jetzt da hier sein. Ist aber für uns jetzt so nicht sichtbar. Oder halt eben drüber. Okay. Das schaut halt eben komisch eben, der aus, hat das mich Blatt, aber. Das ist nix. So, jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich dem Kiebe da ausweichen. Ausweichen hat's kein. Also das ist ein Hund, Scheiben! Den kannst du nicht ausweichen. Schauen wir jetzt mal da vielleicht noch, ob wir was von oben erwischen. Weil jetzt müssten wir ja direkt davor stehen, vor dem Punkt, oder? Da hast du eine Leiter, das heißt, da kommen wir von drinnen. Kommen wir hin. Mal kurz da hätten wir das von außen. Das ist ein Weg-Ding. Okay, und da soll das sein, oder? Genau vor uns. Das ist. Es könnte auch da auf dem Dach liegen und du siehst das erst, wenn du da oben bist. Mhm. Okay. Was wir aber machen könnten, wäre jetzt da entweder in die Dinge reingehen. In die Kirche? In die Kirche. Oder wir nehmen den langen Weg. Zum Wegschrein.
und schauen, dass wir wenigstens den Wegschrein machen. Ist aber ein langer Weg. Ich glaube mal, wir kommen dann nochmal zurück, weil hier kommen wir ja auch noch mit einer zweiten Person rein. Ich ne? würde sagen, wir lassen den Wegschrein Wegschrein sein und machen mit der Hauptstory weiter. War irgendwie total schön gemacht. Ashley Graham, ich will dir helfen. Ja, das sagen's alle. Vergelt's Gott. Ich versuche über dem Regengeräusch zu hören, ob vielleicht irgendwo ein Bubblehead ist, weil das wäre für mich ein perfekter Ort für einen Bubblehead. Ah, okay. Jetzt ist sie leiser. Okay, die muss erst aufgehen, dann kommen wir. Oh. Haben wir noch nicht, aber kriegen wir vielleicht. Blaue Scheibe. Bolzen. Wir kriegen jetzt lauter Munition für Waffen, die wir nicht haben. Auch super. Ich meine, es wurde nichts angezeigt, aber ich schaue trotzdem mal, ob ich da noch irgendwas finde. Schaut nicht so aus, da vielleicht von hinten. Nö. Okay, eine Hebel. Kleiner Schlüssel. Möchtest du nochmal zurückgehen? Weil das ist ja jetzt wirklich um. Ja, schauen wir mal. Das sollte. Je nachdem, ob wir noch raus dürfen. Weil, wenn da auf einmal 30 Leute vor der Tür stehen. Wäre aber cool. Müsstest die Glocke läuten. Sicher, geh rein. Das ist aber wenigstens nett, dass du jetzt nicht den riesen Weg machen musst wieder. Noch ein Diamant. Okay. Ich glaube, es ist Zeit, ein bisschen Inventar zu machen. Ja, speziell wenn du die Munition weggeben kannst, die mir eh nicht benutzen. Also ich glaube nicht, dass ich allzu viel da reinhauen kann. Ich kann, das, ja, kann nur die Waffen das reinhauen. Das finde ich schade. Ich weiß, das, ich würde einiges da reinhauen, aber... Weil das Messer gebe ich sicher nicht rein. Es hat dir gerade eben sehr gute Dienste geleistet auf dem Rücken von dem einen. Ist eh klar, ich habe 12 von den... Entschuldigung. No. 12, was habe ich jetzt gesagt? Oder was? 12? Nein, Entschuldigung, nicht 12. 10 von dem, aber ich brauche 12 von der Munition, also von dem Schießpulver, damit ich Schrotflintenmunition herstellen kann. Ich könnte zweimal, glaube ich, die Pistolenmunition herstellen. Ja, Gewehrmunition könnte ich einmal herstellen. Aber so tolle Dienste hat mir das Gewehr bis jetzt noch nicht geliefert. Oder also ich persönlich bin immer ein Fan von Schrotflinte und Pistole. Ja, eh. Ich auch. Ich habe das Scharfschützengewehr gerne, wenn du Zeit hast und Möglichkeit hast, damit zu schießen. In einem Bosskampf finde ich es immer wahnsinnig umständlich, weil ich verbrauche zu viel Zeit zum Zielen. Was ich persönlich gerne habe an Waffe, ist noch die Bolzenwaffe. Die Aber Bolzenwaffe, das ist halt ein persönlicher Geschmack, den du hast. Die Bolzenwaffe ist cool und so, überhaupt halt eben, wenn du es mit Ding, wenn du die Sprengsätze drauf geben kannst, dann ist das super Waffe. Aber ansonsten. Die ist genauso stark, wenn nicht sogar schwächer als die Pistole. Also ja. Na, du musst dich dann halt entscheiden, was dir so lieber ist. Gut. Gibt es eine Ansprache? Oder vielleicht das Reparaturseil oder den
Schnaps vom Vortragen. Schau von da aus nochmal in die Höhe, bevor du noch den Hebel ziehst, ob irgendwo noch ein Schatz hängt, also so eine Kamera. Nein, das wird da ja, das wird da, ach ja, so, da wird angezeigt. Deswegen, ich habe am Anfang geschaut, weil da die Beleuchtung ist. Okay. Aber Schätze werden normalerweise angezeigt, weil wir ja die Karte gekauft haben. Da fehlt ein blaues. Außer auf der anderen Seite auch, dann haben wir ein Problem. Wenn wir das Bild da mit der Libelle oder was das sein soll, wahrscheinlich machen müssen. Okay. Das wird die Ach du Heilige. Willst du das machen oder? Wie du magst, wenn du dich ein bisschen spielen magst. Nein, wenn du ein bisschen spielen magst. Okay. Ich meine, ich mach's gern, aber halt eben, dass du auch mal was zu tun hast. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was bis sie zurück. Noch mehr. Ich glaube nämlich, du sollst das Ding drinnen haben und das grün. Okay. Das meine ich. Und jetzt L auswählen, damit bedeutet hier. Genau. Machen wir blau zuerst als nächstes. So? Bissi. Ja, so ungefähr. Mhm, passt. Passt. Okay. Und jetzt rot. Müsste ich eigentlich, genau. Passt. Aber sowas mag ich, so kleine Spiele. Ja. Die Bank hinter dir ist jetzt alles RGB. Schaut lustig aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwas großartig bringt. Schaut aber nicht so aus. Na, einfach nur ein Lichteffekt, den sie jetzt halt da reingebaut haben. Glaube ich mal. Kämpft gegen einen Höhlentroll, aber wenn er einmal durch die Kirche rennt, dann ist er außer Atem. Mhm. Ashley, bist du hier? Da hat jemand viel gelesen. Ich schaue jetzt, ob Sam was bedeutet, die Farben. Nö, gell? Nö. Einfach nur Effekt. Sehen. Gut, da war mal eine Tür gewesen. Ich schaue immer gern weiter. Wird noch immer nichts angezeigt. Und da drüben ist wieder. Das gefällt mir nicht. So ein großes Fenster. Schauen wir es erst in die Tür rein, oder? Im Lichteffekt. Ob wir überhaupt reinkommen. Videosequenz. Ashley Graham, bist du hier? Ja, süß. Hör zu. Beruhig dich. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Imhotep. Er greift sie. Die Schäflern entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung. Der erinnert mich voll an bei Sherlock Holmes den ersten. Ah, weiß schon. Ja. Der Lord. Der Graf oder Lord oder was da war, ja. Na, Lord. Black, irgendwas. Blackheart. Ja. Blackheart. Du wolltest eigentlich ja in Ruhe anschauen und dann gehst du genau zu der Tür, wo es Kapitel naja, ist. Eigentlich, warte mal kurz. Eigentlich können wir jetzt kurz auf Nein gehen. Weil wir haben ja erst gespeichert. Genau, wir haben kurz davor gespeichert. Du musst halt eben nochmal das Rätsel machen. Oder was heißt, du musst, ich mach das gar. Okay. Weil eben oben im Turm war halt noch was gewesen. Aber wahrscheinlich spielen wir jetzt eh von da weiter. Ja, kann sein. Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage.
Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Wo ist die Beleuchtung hingegangen? Also gut. Lass uns von hier verschwinden. Ich würde gerne nochmal speicheln. Außerdem würde ich mal gerne die... Also da ist eh zu. Also warte mal, da war ja kein Speicherpunkt. Aber ich wollte mal trotzdem anschauen, ob... Da ist nix. Das hat niemand gehört. Dass wir hier sind? Das hat niemand gehört, habe ich gesagt. Warte mal. Also das hat jetzt gerade ausgeschaut, dass wir da. Achso, das war seine Blendgranate. Was glaubt er mit der Jo oder sowas ist dort? Oder? Nein, Bolzen oder was hätte ich mal gedacht, dass ich dort gesehen hätte oder irgendwie so. Das will ihr Handy sein, oder? Sigma Gamma Phil. Um Gottes Willen, sie ist auch noch ein Sorority Girl. Echt jetzt? Das war brandneu. There's a dead body in here. Die Leiter. Ich? Okay. Okay. Jetzt müssen Sie dann. Dankeschön. Was jetzt? Hier geht's nicht raus. Ja, auf jeden Fall den Mechanismus noch einmal drücken, dass die nicht raufkommen können. Da hinten ist eine gelbe Kiste, da ist ein Fenster. Was hast denn du gedrückt? Dann drücken wir das nochmal. Minen auf. Ja, das ist für die Bolzen. Eine Mine. Ja. Mausis! Das sind Mausis. Muss man da schon wieder Ratten töten? Nein, müssen wir nicht. Ist ja kein Auftrag da. Hast du denn jetzt alle Schätze von dort erledigt? Von der Kirche, ja. Passt. Nee, oder? Ist okay, ich fand dich. Oh, leise. Jawohl, ja, nee. Aber nicht hey, gucken. Vertrau mir. Es kommt gleich ein und zart sein, wahrscheinlich. Verstehe ich, aber ich hätte auch Angst, da runter zu springen. Hm? Ich hätte auch Angst, da runter zu springen. Ja, braucht man schon viel Vertrauen. Ui, da sind wir. Dann. Naja, großartig entkommen. Da ist jetzt der frei. Das war vorher zu. Das heißt, wir müssen eh in die Richtung. Das heißt, wir müssen jetzt da von der Kirche entkommen. Dahin, dass wir dahin kommen. Da können wir dann was holen. Da könnten wir was holen zu zweit. Ne, und darauf gehen. Passt. Irgendwie so. Okay. Irgendwann lernt er den Leiter zu benutzen. Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es dir gut? Positiv. Gute Arbeit, Condor One. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin. Und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Schnell. Das Wetter wird schlechter. Ende. Ich hoffe, sie kann auch rennen, weil für Ashley enge, lose Formation mit R3 wechseln sie zwischen enger und loser Formation. Enger von dicht bei Leon, vor allem dann vorteilhaft sein, wenn der Gegner. Mit R wechseln sie zwischen R loser, lässt sich eher hinter. Okay. Okay, du kannst. Aber die haben gesagt. Selbst
Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Ach Gott, das war falsch. Alter, wer hat's denn? Leon, nein! Leon! Für was wir diese Formation haben, weiß ich nicht, aber dankeschön. Du hast gebrannt. Ja. Vor Leidenschaft. Naja. Oder was ein Ausschlag, keine Ahnung. Na, Alter, das ist doch. Das heißt nicht kämpfen? Vorbeirennen? Das und sie dabei nicht erwischen lassen. Ja, vorbeirennen. Super, ich liebe solche Missionen da. Da wirst du narrisch. Es ist ja nicht, von wegen, es ist ja eine, also du musst das nicht, du kannst. Ja, aber das ist so etwas Typisches, wo sie das extra so gestaltet haben, dass du total schwer an den Leuten dann vorbeikommst, das ja schwieriger ist als. Ja, ich müsste auf jeden Fall dauernd irgendwen kurz anschießen, dass er irgendwas macht, dass er jetzt nicht großartig fangen gesagt, kann. Das ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Okay. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Nö. Na, wo ist sie? Das ist zwar gut. Nein. Ja, wir können nicht da lang. Komm. Er hat sie. Alter, was? Willst mich verarschen? Wieso steckt er die Waffe weg, der Trottel? Jetzt kommt's, geht's, Alter! Das gibt's doch nicht! Alter, was soll die Scheiße? Entschuldigung, dass ich auseinander... Also... Na wirklich, das zipft mich an! Du kannst nichts machen! Nichts funktioniert! Der Trottel bleibt stehen, er steckt die Waffe ein, dann du schießt wen an, aber natürlich du wirst getroffen. Was soll die Scheiße? Wer oder was? Aufgeschissene. Und was kriege ich? Was kriege ich für die ganze Bemühung? Ein paar geschissene Peseten. Das ist das nächste. Keine Munition. Apropos, warte, jetzt sind sie eh alle weg. Jetzt ist es eh schon wurscht. Jetzt habe ich eh schon gegen die ganze Dorfgemeinschaft gekämpft und die Außenbezirke. Oh, super. Da können wir uns umschauen, der Nagel. Nö. Da waren wir eh schon. Ja, sorry, dass ich meine Kontinuanz verloren habe, aber was irgendwo ist dann das Limit mal erreicht. Wow, gelbe Kisten. Na, das mit dem Feuer war nervig. Weil an und für sich das mit dem Laufen ist noch zu schaffen, aber dann, dass sobald du in Brand kommst und du das sich sofort herumbewegen und was mir sicher alles. Wahre Fremder. Halt dich schon. Tut gleich UFX 100 nehmen.
wilden Körper, der um den wilden Körper kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht wie ein normaler Hund, das sollte also leicht zu identifizieren sein. Haus des Dorfvorstehers, da wollen wir eh hin. Ja. Ganz kurz, was haben wir denn da überhaupt noch? Ja, die Dinger können wir eh nicht verkaufen. Ja, sehr wurscht alles. Na, verkaufen können wir die Bolzen schon, wenn wir wollen, oder? Wie ist das behalten? Also hast du vor dir jemals den Bolzen zu verkaufen? Ich weiß es nicht, das ist ja das. Ich meine, es wäre eine weitere Munition, die wir verwenden könnten. Ist ja auch das, wenn ich die MP kaufen würde. Wäre ja das Gleiche. Weil du, wenn du sie kaufst, das ist ja zum Beispiel die MP9 oder was, was wir haben, die hat auch 5 Kugeln drin. Wenn ich die jetzt da kaufe, ein Bolzending, dann haben wir 6 Schuss drin. Irgendwo steht es sogar. Wenn du die hast, hast du Magazingröße. Das 30 okay. Hat eben, da hast 3 Bolzen drinnen von Haus aus. Das kaufe ich sicher nicht, weil es bringt mir ehrlich gesagt nicht viel. Obwohl wahrscheinlich in der Situation im Friedhof hätten wir es auch werfen können, wären es alle das irgendwie. Das ist, was aber, ich derzeit habe. Ja, du hast nicht viel. Wir können wieder tunen. Und reparieren. Ja, reparieren kann man es auf jeden Waffen Fall. Deine Waffen sind in gut. Weiterhin viel Glück. Das haben wir eh schon fertig. Schrotflinte, ja. Ist alles nicht schlecht, wenn das ein bisschen stärker wird, aber wenn wir keine Munition dafür haben, was bringt's? Eine Freude mit dir, Geschäft. Da, den Raid 9, das war ja der. Ehrlich gesagt, das Küchenmesser. Ich meine, ja, okay, das kann man auch für Dinger benutzen, halt eben, dass man Bolzen. Ist nicht schlecht, oder? Ja, oder Bolzen, dass man dafür erstellt. Das ist ja auch nicht viel wert. Kann ich sonst noch. Na, da geht es mir weniger um den Wert als um den Platz im Koffer. Tauschen. Ja, ich meine, sowas könnte man kaufen, dass man mehr Geld damit machen können. Weil wir haben zwei gelbe. Ganz ehrlich. Was? Laservisier braucht man keins. Nee, das ist mir sowieso wurscht. Der schwarze Aktenkoffer, den finde ich auch unnötig. Das wäre interessant, wenn wir das Ding machen. Geld. Das brauche ich nicht, weil ich tue mir jetzt schon schwer mit dem Zielen. Das war halt eben auch nur für Geld. Aber da kommt ja noch was nach, deswegen ich will es dabei noch lassen. Na dann, wie du meinst, Fremder. Nein, also ich verstehe voll und ganz, dass du dich geärgert hast, weil das war einfach nicht fair. Hey, können wir eine Pause machen? Was? Sorry, ist leider nicht drin. Pause machen oder was? Jetzt sind wir wieder. Okay, jetzt sind wir knapp beieinander. Hier drinnen haben wir damals das gefunden. Ja. Das war der Kopf. Nein, ich habe so ein Geräusch gehört. Entweder war es so ein schmatziges Geräusch oder. Nein, in dem Dorf gibt es einige seltsame Geräusche. Ja, da waren die Schlangen. Hey, wieso ist da wieder ein Ding? Ja, es sind jetzt überall. Stehen da jetzt wieder welche, aber bis jetzt war nicht großartig was drinnen. Ja. Es regnet, Igitt. Ja, und die Dorfbewohner sind wieder da. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. War da nicht dieser eine Brunnen da ums Eck, wo du dann... Ich überlege ja gerade, was am gescheitersten war. Weil da müsstest du ja beim Haus des Dorfvorstehers dann eher in der Nähe rauskommen, oder? Mit dem Brunnen. Dorfplatz, genau. Dann bist du da und dann können wir gleich da runter. Ah, da gibt es keine Verbindung, oder? Da ist... Na. Na, da müssen wir da und darüber. Okay. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, oder? Ja, hier können wir nur hier rein. Nein, wir kommen dann auch draußen. Okay. Geht nicht anders. Ich meine, unten hätte man die Möglichkeit, dass wir vielleicht was finden. Oder dass da vielleicht irgendwelche Dinger drinnen sind. Super. Scheiße. Ganz toll. Ja. Geh rauf. Gehst du bitte rauf? Das Ding war vor dir, deswegen konntest du nicht. Nein, es geht nicht. Ich kann nicht hoch. Sieh, du diese Leiter versperren. Okay.
KI ich weiß, nicht jetzt unbedingt könnt, so gescheit. Jetzt könnte ich raufgehen, ich weiß ja. Sie. Das ist eine Ratte. Die tun wir nicht erledigen. Nein, eh nicht. Gehen wir wieder rauf. Bleib unten, Ashley. Ja, versteck Freund dich. Mal mit dem Zombie an. Wobei, das sind ja keine Zombies. Wo ist einer? Ich werde mich sowas von erkälten. Dass deine einzige Sorge ist, Ashley, ist das ja schön für dich. Das war schön. Scheiße! Ich will die Ashley vielleicht umschalten. Was? Mach mal. Dass du sie umschaltest, dass sie nicht auf dir blickt. Bitte erst! Ist gut! Bitte! Kann dieses Ver. Wir müssten das Dorf schon fünfmal ausgerottet haben! Das kann's nicht sein! Du machst da Custer's Last Standing, Alter, und von hinten kommen's dann auch noch! Ist sie noch bei dir? Weiß ich nicht, das ist mir ja gesagt schon fast wurscht. Alles klar. Na, irgendwann, irgendwo reicht's. Natürlich ist besetzt, was sonst? So, wo müssen wir denn hin? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können zu dem Haus und gleich einmal schauen, dass wir da das holen. Oder wir können nach unten zum Haus des Dorfvorstehers oder zum Wegschrein. Ich meine, da geht es von der Geschichte her weiter, da würde ich als letztes hingehen. Mm. Also ich würde sagen, wir gehen daher, dann zum Haus des Dorfvorstehers. Ja, wir müssen da raus. Hoffentlich kommt sie nach. Nein! Also ist ja wurscht runter. Aber du kannst es mitnehmen. Na, ich kann es nur wieder aufstellen. Hier rüber! Ist gut! Mach von drüben für mich auf, okay? Wo war die Tür vorne? Oder? Ich dachte, ja. War eine Tür gewesen. War hier nicht mal eine Tür gewesen? Ja. Mach auf! Muss ich erstmal. Ist offen! Hast was gut. So, mach zu. Ja, okay. Da liegt noch alles drinnen, eben von den ganzen Dingen, was ich da zusammengefetzt habe. Kann man am Rückweg ja holen, oder? Oder geht das nach einiger Zeit weg? Nee, es geht eh nicht weg, aber. Achso, kann ich ihr nicht sagen, sie soll warten? Versteck dich, wo wir holen dich wieder. Das wäre das Haus halt eben, ne? Ja. Okay, ist sicher. Okay. War noch was? Nee. Nee, passen. So. Erst. Aber das war, finde ich, vorhin schön, wie du beim Türrahmen entstanden bist und dann kam der Nahkampfangriff und du hast den Roundhouse-Kick gemacht und hast dann die beiden wieder weggestoßen. Also das war, hat cool ausgeschaut. Lustigerweise, jetzt ist keiner unterwegs. Ich frage mich auch, wo dieser Hund sein soll. Weil es der heißt, ist beim Haus des Dorfvorstehers. Ach so, der ist... Okay. Das war ja die Richtung, gell? Mhm. Ja.
Ich weiß noch nicht, ob der jetzt am Weg ist oder ob der direkt beim Haus ist. Ich glaube, es wird wirklich langsam Zeit, dass wir die MP kaufen, obwohl ich irgendwie die Angst habe, dass man kommt, dass wir es haben, dann kriegen wir die andere Waffe und vergeuden das Geld. So, da waren wir schon mal. Ich will nur nach Hause. Ich auch. Okay. Zwei Schuss. Drei Schuss. Aber sag jetzt nicht unseren Hund, weil den da schießt man sicher nicht. Nein, er soll ja auch anders aussehen. Er soll ein eigenes Aussehen haben. Nicht wie ein normaler Hund. Ist sie dunkel da herinnen? So, das für wo wir sie brauchen, das ist oben. Na, war das nicht außerhalb vom Haus? Oder das war oben? Siehst du das recht. Zeichen? Vorsicht vor dem Hunde. Das heißt, der ist entweder oben oder ist da. Der muss oben sein. Oder ist er an der Decke vielleicht? Das war halt überhaupt was. So. Aber wenn es aus der Nähe ist. Oder ist am Klo. Das haben wir ja auch schon gehabt. Ah, das war das Haus. Okay. Das ist sicher nur ein Fluffy. Dem muss man ein bisschen Musik vorspielen, dann geht es schon. So Fluffy. Was ist das hier? Eine Eule. Ein Dachboden. Gut. Nee, das ist ja keine echte. Erst dann hau ich eine. Erst. Weißt doch, dass eine Statue ist. Man kann keine Statue. Apropos schönen Statue. Ich höre was. Ich sage ja, apropos Statue. Ja. Aufzeichnung des Dorfes, Band 2. Die Männer bejubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Und dieses die Bauern jauchzten. Dieses hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicheln und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellente Fortschritte gemacht. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien, um ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heimes, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickeln wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einer Insignie darauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt hatten, haben sie uns etwas injiziert, von dem sie behaupten, es würde uns vom Wahnsinn heilen. Können wir ihnen vertrauen? Jetzt ist ein bisschen spät dafür. So, schauen wir einmal kurz herum. Ich habe auch Angst, Schritte zu machen, weil ich jeden Moment glaube, ich fliege da durch, weißt du, durch den Boden. Ich gehe mal kurz ein bisschen herum und schaue. Ach, da ist er. Porträt eines Vaters. Bitte bewache an meiner Stelle das Dorf und mögest du Fotos stets mit deinem Lächeln erziehen, Lächeln ziehen. Was er nicht wusste, seine Seele wurde geraubt. Na, das...
Der Fotoapparat ist das Werk des Teufels. Kameras sind okay, aber Fotoapparate... Es hört sich... Ah, da. Das erinnert an S, das Foto. Ja. Yeah. Foto der Fabrik. Das lang ersehnte Eisenwerk. 1992. Wuhu. Okay, warte mal. Kann man da unten durch? Wo du gerade vorher warst, also nicht da, sondern auf der anderen Seite. Das soll ich dir erklären. Ja, musst. Danke. Weil ich habe noch gedacht, das ist ein bisschen mau, was da heroben ist. Der Bad 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, ein Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, »Wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt.« Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Ist das derselbe Alte, der den Jungen zum Jagen mitgenommen hat? Könnte schon sein. Antike Kammer. Das Teufelswerkzeug! Jo, das ist so ein typisches Geisterfoto. Foto eines Jungen mit seinem Großvater. Ha? Welcher Großvater? Familie Navarro. Warte mal, hat nicht der Navarro, war das nicht der Luis? Hat er nicht Navarro geheißen? Kann sein, ist schon lang her. Gut, ich nehme mal an, die Kamera ist ein Satz. Mhm. Eine gut gepflegte, altmodische Kamera lässt sich sicher verkaufen, ja. Oh, da können wir zwei Sachen eindüdeln. Ja, aber das war es im Endeffekt. Ja, war eh ein bisschen was. Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich das Hundi, ne? Warum denn auf der Rückschalter? Ja, beim Rückgang. Ich meine, in alter Manier müsste jetzt durchs Fenster hupfen. Ihr müsstet durchs Fenster hupfen, ich habe mir gerade gedacht. Okay, hörst du das läuten? Ja. Gerade eben war so ein Schellen im Hintergrund, wie beim Haus, beim Einserteil, wo der Hund mit der Schelle war, den man kommen hören konnte. Okay. Ich habe zwar nur zwei Schuss, aber normalerweise ist immer das Viech gleich vor einem. Und bei dir ist das Fenster hinten dran. Er kann von überall kommen. Oder er steht vor der Tür. Der wird vor der Tür sein. Wo ist der Hund von Baskerville? Da. Das ist ein echter Hund von Baskerville. Den sollen wir jetzt jagen, oder was? Ja, den sollen wir legen.
Wenn er weit genug weg ist, kann ich auch mein Scharfschützengewehr feuern, aber... Kurz mal da reinschauen. Ich glaube zwar nicht, dass er da drin ist. Und ich möchte extra, dass sie weit weg ist, also... Vielleicht muss man den... Dorfplatz. Okay. Vielleicht bringt er Freunde mit. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Was ich gut finden würde, wäre, wenn man irgendwo... Ware hat. Oh, hi. Okay, mehrere. In dem Moment, wo ich schieß. Ja, guter Treffer, ja. Ich brauch Platz. Alles klar. Was? Ashley. Wenn Ashley einem Angriff aufgesetzt wird, wird sie vorübergehend und handlungsunfähig. Erstmal wurscht, was ist mit mir? Oh, ich hab nichts mehr. Gut. Das erklärt. Achso, das ist die Kuh. Pass auf, das können wir ja mit dem da mischen. Okay. Ja, nehmen wir auch gleich. Hält gut. Naja, das war eine volle Heilung plus gelb, das heißt, ich werde weiter geheilt. Jo, ich habe 12 Schuss und ich kann Munition herstellen, das stimmt. Ah, okay, da oben habe ich noch 10, das heißt 22 Schuss habe ich noch. Ich hätte Blendgranaten, was auch immer die bringen mögen. Vielleicht benutze ich mal eine Blendgranate. Genau das habe ich mir nämlich gedacht, dass man vielleicht den Weg zusammen... Ziel neutralisiert. Das ist die und Kuh. Die Kuh lebt noch. Hey, alles klar bei dir? Ja. Ich hab gleich fragt die Kuh. Ich hab mit der Kuh gesprochen, nicht mit dir, Ashley. Hast du das auch gemeint jetzt da? Oder? Okay. Nein, ich höre dich nämlich manchmal schlecht. Ich hab's mitbekommen, dass du mich heute sehr schlecht hörst. Gut, okay. Nach zum Wegschrein nach oben. Genau, ja. Müssen wir eh noch rauf. Das heißt, wir müssen über das Haus. Wir kommen sonst nicht rauf. Da sind wieder welche. Bleib hinter mir. Moment. Oh, warte mal, sind die da, oder? Da ist einer. Ich habe 15 Pulver, Munitionspulver, 15. Das heißt, ich könnte einmal das herstellen und einmal das. Oder einmal das und dann bleiben 3 übrig, aber das wäre eigentlich gar nicht mal so blöd, wobei ich weiß ganz genau, wenn ich den jetzt in den Kopf schieße, dann sprießt ihm was raus. Ja, interessant, ob du, auch wenn sie bei dir jetzt dabei ist, trotzdem dich anschleichen kannst, sozusagen einen Angriff von hinten. Moment. Nein, da steht einer. Was? Da auf der Seite steht gleich einer. Da. Oh. Kann man zu dem von hinten? Nein, gell? Nein, das geht nicht, weil du kommst nicht auf die drübere Seite.
kommt der zweite schon wieder zurück. Alter! Warte, der hat ja keinen Schädel mehr gehabt, Alter! Ich glaub's zwar nicht, aber ich schau noch kurz nach, ob da drin irgendwas ist. Großartig Hunger? Hm? Okay. Hast du großartig Hunger? Nicht wirklich. Ja, natürlich. Ja, da ist wenigstens was zum Speicheln. Weil ich würde mal sagen, wir dann beim nächsten Mal weiter. Mhm. Da ist warm. Und trocken. Du hast dir gesagt, sie, ah nein, sie ist nah dran. Okay. Ich höre auch Leute. Entfern dich. Zu mir. Okay, du kannst. Bleib hinter mir. Moment. Was meinst du denn jetzt? Entfern dich. Ja. Hierher. Okay. Ne. Gut, ganz kurz schauen wir noch. Spoiler, was ist nächstes Mal? Wenn man hört ja, dass welche da sind. Da ist einer, da ist einer. Nee, nee, ich bin's nicht. Autsch. Ja, den schon, den schon. Motherfucker. Schwendi, ja, Schwendi. Das Schwendi hilft. Rette das Schwendi um jeden Preis. Cooles Schwein. Ja. Letztes, die Kuh hätte vielleicht auch geholfen. Keine Ahnung. Ich glaube, er ist tot, Mike. The boys. Ihhh, da ist noch einer. Kopfweh. Da habe ich was für sie. Immerhin, es sind nicht... Weißt du, es kommen nicht ewig viele. Das ist schön. Gut, wurscht, lassen wir es. Machen wir es so einfach, dann ist es ein bisschen leiser. Teilweise hat es mir halt gefallen. Wie gesagt, wir kommen ein bisschen weiter mit der Geschichte. Ich bin von Haus aus ja kein großer Freund von diesen Beschützermissionen oder was. Deswegen, jetzt mit der Ashley halt eben wird es sehr zach. Aber das Blöde ist, es ist bis zum Ende des Spiels so. Zwei Sachen, die mir wirklich aufs Nockerl gehen, ist erstens einmal eben diese große Anzahl von Gegnern mit der Kombination, dass du sie dauernd retten musst. Und die nächste Sache ist das, dass aus irgendeinem Grund nie irgendwas funktioniert. Also von wegen, dass der will werfen, ich da schieße ihn, aber das Ding erwischt mich trotzdem. Dies stehen bleiben, er steckt die Waffe ein, obwohl ich nicht einmal Waffe gewechselt habe. Er wird getroffen und kann sich nicht mehr bewegen und steht dann so da und wird von allen Seiten niedergeprügelt. Und nicht zu vergessen, wir spielen auf normal. Und ich habe die ärgsten Munitionsprobleme. Wenn ich auf schwer spielen würde, würde ich es verstehen. Ja, ist klar, es ist schwer oder es soll schwer sein. Ich habe Munitionsprobleme. Aber im normal
Und ich kann nicht jede Waffe kaufen. Das kann nicht so vorgesehen sein vom Spiel, dass du jede scheiß Waffe kaufst, dass du jede Patrone irgendwie auszuzuzelst. Ich meine, das kann schon vorgesehen sein, aber das heißt nicht, dass man es machen muss. Ja, aber nicht im normalen Modus. Wie ist denn dann schwer? Ich will gar nicht wissen, wie schwer es ist. Nein, ich meine nur. So, aber sonst hat es mir gefallen. Geht schon. Durchwachsen heute. Ich bin auch eben kein Fan von so Begleitmissionen. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Das gehört nicht dazu. Ich habe das Gefühl, dass die KI von der Ashley nicht gut ist, nicht eingestellt ist. Es ist schön, wie sie die Videos zeigen, wie es ausschauen soll, aber das schaut nicht so aus. Das nervt dann schon. Mich hat am Anfang leicht genervt, dass du mich nicht gehört hast, wie ich dir gesagt habe, beim ersten größeren Gegner, bei dem Troll, mach das, mach jenes, und dann hast du genau das nicht gemacht, weil du mich nicht gehört hast. Nein, teilweise gebe ich auch zu, also teilweise, das ist ja auch das mit den Kopfhörern, und du schreist jetzt nicht, ich will auch nicht schreien, aber eben, ich höre nicht alles, deswegen eben auch bei Jokes oder so irgendwas springe ich dann nicht an, oder du springst manchmal nicht drauf an, weil, oder wir sagen beide das Gleiche, weil wir das Gleiche denken, nur eins rauskommt. Genau. Aber auch teilweise ist das von wegen, du hast eine Idee, nur ich kann es nicht umsetzen, oder ich denke mir, das ist jetzt gerade nicht so gescheit, wenn ich das jetzt mache. Also ja, sicher, das ist überhaupt kein Ding. Es ist dieses Beifahrer-Ding, wenn ich selber spielen würde, würde ich abkrageln und würde überhaupt nicht weiter vorankommen. Aber ich weiß es halt besser, weil ich daneben sitze und nichts zum Tun habe. Aber der Kampf hat mir eigentlich super gut gefallen. Sobald dann halbwegs klar war, was wir machen müssen, der Hund dazu gekommen ist. Das mit dem Hund fand ich eine super Idee. Mir hat das gefallen mit diesen Attacke vom Leon, dass er da mit dem Messer hingehen konnte und so. Also das war schön gestaltet im Endeffekt. Und der Hund hat jetzt nicht extrem viel Schaden gemacht, der hat ihn nur abgelenkt. Genau. Ne? Das war okay. Das hat mir gefallen. Wie gesagt, die Ashley-Sachen sind für mich eher nervig, auch weil es wieder dieses typische Damsel in Distress ist. Mir wäre lieber eine Begleiterin wie die Ada Wong vom zweiten Teil, das hat mir eher gedockt. Ja, wer weiß, vielleicht, also irgendwann wird die Ada Wong auch wieder vorkommen, aber da wird nicht großartig viel passieren. Also einfach eine, die mehr kann als nur. Das war das. Rein von der Geschichte her fand ich es schön, die Sachen zu lesen und ein bisschen mehr übers Dorf auch wieder zu erfahren. Ich bin immer noch nicht komplett investiert in das Ganze, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Aber es fängt an, sich langsam ein bisschen so interessanter zu gestalten. Speziell das mit dem Navarro würde mich jetzt echt interessieren, ob das der Luis ist, der Junge. Mhm. Ja. Ja, und eine Sache noch, ich weiß, das ist wirklich was Schwieriges und hier, das ist mein Problem, aber Nicht jetzt wegen Realismus, so weit will ich gar nicht gehen. Aber woher nehmen die Dorfleute? Wie viele Dörfer haben wir jetzt schon ausgerottet? Es sind locker, weiß nicht, 100 Leute, die wir schon umgebracht haben. Ja, und angeblich soll doch das Dorf verhungert sein, schon fast. Ja, das auch. Also, wenn es ein bisschen wenig Gegner hätten, in der Richtung ein bisschen realistisch. Ich weiß, mit der Meinung stehe ich allein da. Aber hier und da wäre es schön, weil eben, gut, auch wenn es jetzt teilweise nicht so war mit Arealkämpfen, halt eben, wie gesagt, das ist was, das geht mir ganz gehörig aufs Nockerl, ist das, wenn endlose Wellen von Gegnern kommen. Bis du einen bestimmten Gegner, Gegenstand oder irgendwas ausgelöscht hast oder eine bestimmte Schwelle übertreten hast. Aber sowas da geht mir auch ein bisschen aufs Nockerl, weil wie viele Leute soll dieses depperte Dorf haben? Du kämpfst dort gegen 10, da gegen 10, da gegen 5, da gegen 7. So schnell schnackseln die nicht. Nicht einmal mit der Hilfe von Umbrella, das kannst du mir nicht erzählen. Gut, falls du noch irgendwas Lustiges zum Erzählen hast, erzähl's, ansonsten hätte ich gemeint, wir lustig packen. Nicht. Ich mag es trotzdem noch sehr gerne, das Spiel, auch wenn es Momente gibt, wo wir uns ärgern. Prinzipiell taugt es mir aber total und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Also ich freue mich auch aufs nächste Mal weiterspielen schon wieder. Ich nicht, aber ich werde es machen. Nein, natürlich. Ich will auch wissen, wie es weitergeht, aber ja. Gut, dann packt man Laken drüber über das Elend und sagen, das war's mit Teil 6 von schauen wir mal Resident Evil 4 für die PS4. Und wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, tschüss und Papa.